Dieses Video ist das dritte in der Reihe über den Calliope Mini, in dem es um die Programmierung des Microcontrollers geht. Hier lernst du, wie man ein Programm schreibt und auf den Calliope überspielt. Um überhaupt ein Programm auf dem Calliope laufen lassen zu können, muss man ihn mit einem digitalen Gerät wie mit einem Computer, einem Tablet oder Handy verbinden. Das geht am einfachsten mit einem USB-Kabel. Aber auch mit Bluetooth funktioniert es. Starte dazu das Programm Nummer 5. Hier siehst du nun die roten LEDs auf eine besondere Art und Weise leuchten. Dieses LED-Muster ist ein Code und genau den kannst du nun zum Verbinden eingeben, wenn du die Programmierung startest. Hier hast du die Wahl zwischen mehreren Apps bzw. Programmen, mit denen du den Calliope programmieren kannst. Wenn du mit dem Tablet oder Handy arbeitest, kannst du die App Calliope Mini aus einem Store installieren. In der App kannst du dann die Verbindung zu unserem kleinen Stern fertigstellen. Hier gibst du den Code des wartenden Calliope ein und kannst probehalber ein Testprogramm übertragen. Oder du startest gleich den Make Code Editor oder Open Roberta Lab, wo du deine eigenen Programme erstellen kannst. Hast du den Calliope aber per Kabel an einen Computer angeschlossen, ist es am einfachsten, wenn du deinen Browser startest, zum Beispiel Mozilla Firefox, und dort in der Adresszeile Open Roberta Lab eingibst. Mit dem Open Roberta Lab kannst du auf eine besondere Art programmieren. Hier musst du keine Programmiersprache lernen, sondern kannst verschiedenfarbige Blöcke anordnen, um ein Programm zu erstellen. Das nennt man grafische Programmierung, also Programmieren mit Bildern. Hier suchst du nun den Calliope aus, damit die Internetseite weiß, was du programmieren willst. An den roten Startblock kannst du nun alles dranhängen, was du möchtest. Ich zeige dir ein erstes kleines Programm, das du gerne nachbauen kannst. Weil Computer und Roboter genaue Befehle brauchen, müssen auch die Befehle klar sein. Ich will den Calliope erstmal eine Begrüßung sagen lassen. Dazu kann ich hier den Textblock einfügen und hineinschreiben, was auf den LEDs zu lesen sein soll. Damit es nicht zu schnell geht, baue ich einen Warteblock ein. Hier kann man tausendstel Sekunden eintragen. 1000 ist also eine Sekunde, 500 eine halbe Sekunde. Danach soll der Calliope beim Drücken der A- und B-Tasten verschiedene Dinge tun. Dafür brauche ich einen Wenn-Dann-Befehl. Man nennt es auch eine bedingte Anweisung. Ich nehme also den orangen Block, wenn mache, und schiebe ihn in mein Programm. Wenn der A-Knopf gedrückt wird, soll die RGB-LED blau leuchten und ein Ton soll zu hören sein. Ich nehme also die grüne Sensorabfrage Taste drücken und wähle A aus. Sensoren an Computern sind übrigens all die Dinge, die etwas wahrnehmen können. Zum Beispiel Knöpfe, die den Druck fühlen können, Mikrofone, die hören können, Lagesensoren, die merken, wenn man den Controller dreht oder schüttelt, oder auch Ultraschallsensoren, die Abstände sehen können. Und alles andere, was in der Welt etwas wahrnimmt. Diesen Sensorblock muss man nun an die Wenn-Abfrage hängen. Zum Dann, also was dann passieren soll, schiebe ich den Block aus den Aktionen, zum einen die LED-Farbe und wähle die Farbe, zum anderen nehme ich noch den Befehl Spiele Note und wähle einfach ganze Note und C aus. Ja, man kann den Calliope auch ganze Lieder spielen lassen. Das gleiche mache ich noch einmal für den B-Knopf.
Damit die Bilder auch gut sichtbar sind, füge ich noch einen LED-Löschen-Befehl ein und eine Zeit, die mindestens gelten soll. Wenn man dieses Programm nun startet, dann funktioniert es erstmal nicht, denn ein entscheidender Block fehlt. Das ist wieder typisch für Computer und Roboter. Damit die Knöpfe immer etwas auslösen, wenn ich sie drücke, brauche ich eine Wiederholungsschleife. Das ist der dunkel-orange Block bei den Kontrollstrukturen. Wiederhole unendlich oft. Dieser muss hier den Rahmen bilden für die bedingten Anweisungen, damit der Druck auf den A-Knopf immer dazu führt, dass ein blaues Licht brennt und ein Ton erklingt. Ist dein Programm fertig, solltest du dir Zeit nehmen, in der Dokumentation einige Notizen zu machen. Was macht das Programm? Gibt es eine Besonderheit? Was ist dir als Programmierer oder Programmiererin wichtig? Hier solltest du auch all das aufschreiben, was du neu gelernt hast, zum Beispiel wie wichtig Wiederholungsschleifen sind oder wie nützlich Wenn-Dann-Abfragen sein können. Um dein Programm speichern zu können, musst du dich bei Open Roboter Lab registrieren. Du kannst dein Programm aber auch exportieren und so auch speichern. Mach das doch mit deinem Programm und benenne es so, dass du es wiedererkennen kannst. Im letzten Schritt willst du natürlich testen, ob dein Programm auch funktioniert und willst es auf dem Calliope laufen lassen. Dazu drückst du unten auf das Play-Symbol. Anschließend wird dir eine Anweisung gezeigt, wie es weitergeht. Drücke mit der rechten Maustaste auf den Link unten und wähle Speichern unter aus. Hier wählst du dann den Calliope Mini als Zielort. Genau so speicherst du auch Daten auf deinem USB-Stick. Hast du das Programm gespeichert, wird es augenblicklich gestartet. Ist dein Programm gelungen? Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Wenn etwas nicht geklappt hat, gehe zurück ins Programm und prüfe, ob du alles beachtet hast. Vielleicht findest du einen Fehler und kannst ihn korrigieren. Nimm dir jetzt Zeit, irgendein eigenes erstes Programm zu schreiben. Probiere einfach mal etwas aus. Falls du keine Idee hast, kannst du in der Beschreibung unten welche finden. Wenn du viele Ideen hast, schreibe doch einige in die Kommentare. Danke fürs Reinschauen, viel Spaß beim Programmieren und Experimentieren. Ciao und bis zum nächsten Mal.